Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Ark Ragnarok mit dem Charlie. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir wollen jetzt das letzte Artefakt sammeln für den Bossfight gegen den Affen auf Fleisch. Ja, und das Artefakt ist nicht so wie im Internet beschrieben gewesen war bei dieser Ruine, sondern irgendwo tief im Wasser. Ganz und ich mach mich da jetzt mal auf den Weg hin. Ich schwimme erst einmal mit dem Basilo Richtung Charlie. Und die Haie sind ja sogar aggressiv auf mich, wa? Ja, ja. Oh, hier ist ein Alpha-Hai. Mhm. Oh, oh. Ich hab doch gesagt, ich komme mit dem Megalodon besser mit. Wo bist du denn jetzt? Bei Johnnys Bucht ungefähr. Ja. Vor dir. Ah, ich sehe dich. Du siehst mich? Ja. Hinter mir ist ein Hai. Hinter dir ist ein Hai. Alpha-Hai. Ach du Scheiße. Und jede Menge Manta. Ja. Oh. Ich schwimme aber schnell weg. Denk an deine Ausdauer. Ja, die ist noch halb voll. Die pumpt auch relativ schnell gut nach. Schneller, ja. Da ist noch ein Hai hinter dir. Echt so dolle, ja. Ja, du bist aber schneller als der Alpha-Hai. Aber du musst auf deine Ausdauer achten. Oder ich gehe jetzt. Ah ne, der ist jetzt. Bei Gurken kann ich nicht irgendwo da rein, ne? Mich kurz jetzt. Nee, nicht wirklich. Okay, alles gut. Hätte ich ja jetzt einen Hai rausgenommen. Okay, ist der einfach noch da, ja? Ja. Der lässt doch nicht locker, ne? Lauf, Boris! Ne, der lässt nicht locker. Es sei denn, ich stelle mich jetzt hier mal auf den Hügel drauf. Ob ich hier landen kann? Weiß ich nicht. Meinst du, ich soll hier in dieser kleinen, ja, ich sag mal, Bucht reinschwimmen? Weiß ich kann, doch, ich kann landen. Moment. Ja. Und dann, Der Alpha ist immer noch da, ja. Ob ich den kaputt kriege? Weiß ich nicht. Ich meine, ich habe 16.000 Leben. Ja, ich mal offen drauf. Wo bist denn du? Ich kämpfe jetzt hier gerade gegen. Komm mal hoch, komm mal hoch. Ja. Ja. Also ich schieße auf den Alpha. Okay. Aber der macht 108 Schaden. Jo. Krass, ne? Und 1000 Mann das. Ernsthaft? Ja. Hau ab. Ja. Bevor du drauf gehst. Ich bin fest. Nein! Ah, nein. Oh, es sind zu viele! Nein, Charlie! Ja, ich kann nicht helfen. Jetzt. Oh, ich bin fast tot. Oh, weil. Ach du Gott, du Gott. Ist bei euch im Hafen sicher? Ach, da weißt du, wie weit ihr da schwimmen muss? Ja, naja, wenn ich weiter so bleibe. Ach du Gott. Das fängt ja hier super an. Ich versuch mal hier das Ding aufzumachen vom Gurke. Ja, ich schwimme jetzt gerade weiter. Ach so, okay. Versuche gerade Ausdauer zu regenerieren. Ja. Versuche mal. Vorne ist doch. Kann ich nicht die irgendwo abschütteln? Ey, das ist ja. Links ist doch. Der schmale Zugang. Schmaler Zugang? Ja, warte. Wo bist du denn jetzt ungefähr? Bei Gurke? Ich bin jetzt gleich beim Blauen. Beim Blauen, okay. Ah ja, die sind noch hinter dir her, ich sehe es. Ja, ich werde die auch einfach nicht los, ne? Ich habe auch. Ja, ist klar. Ich muss noch ein Stück weiter geradeaus. Und hier links. Wo, siehst du mich oben? Gerade nicht, nein. Noch ein Stückchen weiter. Und denn? Wenn du jetzt links hoch rein, kommst du da rein? Links oben? Hier rein? Ja, genau. Da kann ich dir eventuell helfen mit dem Drachen. Oh, hier ist der Alpha-Drinks. Bin ich, glaube ich, in der Falle, oder? Warte, ich komme. Weil hier kann ich dir ein bisschen was helfen. Ja? Oh, Charlie, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Kannst du zubeißen? Ja, kann ich. Oh, gut, Gott sei Dank. Komm, ich beiße auch noch schön mit drauf. Oh, ich habe gleich kein Leben mehr, ey. Oder schwimm du weg irgendwie? Ich kann nicht wegschwimmen. Ne? Nee, jetzt bin ich, glaube ich, voll verbuggt, ja. Ah, oh Mann, das kostet mich doch an! Irgendwas ist tot, Manta? Manta ist tot, ja. Oh oh, gleich ist das Leben weg. Mann, nein! Komm mal wirklich jetzt Alter, was machen die für Schaden? Ich hab auch nicht mehr viel Leben.
Ich bin tot, Charlie. Ja, ich hau ab hier. Nein, das ist doch zum Kotzen. Das war's gleich. Jetzt bin ich tot. Ich kann mich selber, kann ich mich noch retten. Mann! Ach nö! Der ganze Plan gerade für den Arsch. Ja, dann müssen wir mit unserem Basilo. Mann! Dann nimm den Sattel. Ah, hier, Fischfleisch. Arschlecken. Ach Mann, der war Level 201. Ja, dann müssen wir 9 für dich kriegen. Jetzt bin ich gerade zornig. Ich bin gerade zornig. Ah, das läuft, glaube ich. Ah, nee. Ich wollte einfach nur zu dir schwimmen. Ja. Ey, vor allem, die hatte 16.000 Leben, ja. Ich hätte vorhin nicht kämpfen sollen. Ja, einfach schwimmen, immer Rigger. Ah, ja, mein Drache hat auch schwer gelitten. Ja, ich sehe das schon. Mann! Der macht richtig böse Aua, der Kackvogel. Okay, das wird also demnächst, wenn das Bruthaus fertig ist, wird das nächste große Ziel von mir sein, ganz schnell fette, dicke Wassertiere. Ja. Kannst du mich jetzt mitnehmen mit dem Drachen? Richtung dir? Kann man das mit einem Hai probieren? Was denn? Ich will das Artefakt haben. Ja, ist schon klar, dass wir. Nö, Dodo, hau ab. So, können wir jetzt zu dir fliegen? Steig mal auf den Drachen. Ja. So, jetzt. Guck mal, ob du dich halten kannst. Drück mal X, kannst du dich legen? Ja, flieg mal los. Wird schon klappen. Wenn du nicht gerade gegen irgendwelche Steine fliegst, dann geht alles. Mann, das kotzt mich gerade an, ja? Ja. Ach, Mann, ey. Ja, und das wäre ja nicht der einzige Alpha gewesen. Hier vorne rechts ist ja noch einer, ne? Ja, das Problem ist ja, ich habe Ausdauerprobleme gehabt, denn irgendwann. Ja, das ist ja. Ja, der war ja noch Uni-Level, der Basilo. Der war ja das allererste Mal in Benutzung gewesen. Aber finden wir bestimmt bei dir einen neuen. Ja, ich habe unterwegs ein paar gesehen. Da guckt links und rechts, anstatt zu schwimmen. Ja, ich schwimme links, ich schwimme rechts. Ja, weißt du? Ja. Nee. Das ist meiner. Ja, dann bin ich trotzdem noch zu langsam, ey. Mann, das ist doch gerade ärgerlich. Ich schwimme links, ich schwimme rechts. Der hat auch nicht locker gelassen, ne, der Schweinhund. Mein Gott, ey. Ich werde nochmal. Der wollte dich. Der wollte mich, aber definitiv. Dann werden wir nochmal einen richtig dicken Basilo holen. Meinetwegen auch nochmal. Auch die werde ich nochmal verpaaren. Irgendwann. Ja. Und, dann Attacke. Dann werden da der Haie ausgemerzt. Kann ja nicht sein, dass ein Megalodon mich da so fertig macht. Vor allen Dingen, jetzt überleg mal, wie viel Leben du hast. Der war Level 50, ja. Ja. Ja, da in der Ecke reinzuschwimmen, war wahrscheinlich kämpfen, ja, war gut, aber. Nehmen wir mit so ja, anders, ich anders falle gleich runter, ich hänge irgendwie auf dem Flügel. Ja. Zwischenlandung? Bin hier irgendwie auf dem Flügel geglitscht. Oh, jetzt sehe ich gar nicht mehr. Jetzt können wir weiter. Ja, wir werden da auf jeden Fall im Wasser auch nochmal. Die Wasserwelt von Ragnarok werden wir auch nochmal kennenlernen. Ja. Ach nee. Es gibt so viele Baustellen. Leben. Ja, es gibt so viele Baustellen 5% bei Ark. Erforscht. Ja, also so viele krasse Baustellen bei Ark, das ist Wahnsinn. So. Was man noch machen könnte. So, dann warten wir, bis es ein bisschen heller wird, wa? Ja. Welchen Hai darf ich denn nehmen? Welcher ist denn schnell oder was ist denn schnell? Was hast du denn da überhaupt zur Verfügung? Oder ein Baryonyx, aber die sind auch schnell, aber. Und ja, Baryonyx als Sicherheit. Guck mal, hier unten sind zwei Megalodon. 243 und 236. Jetzt muss ich gucken. Da unten. Dann nimmst du einen auf Folgen und auf Neutral. Die sind, glaube ich, eher auf Neutral. Ja, wo siehst du denn die Megalodon? Siehst du hier keine? Unten. Hier unten, guck mal da. Du hast die Schrift unten. Aus, ne? Ja, die sind ganz unten. Welchen darf ich nehmen? Ja, nimm beide. Nimm beide, okay, sag doch. Einen auf. Ich glaube, die sind beide auf neutral. Neutral und der ist auf neutral, genau. Genau. Und jetzt dann, darf ich davon einen reiten und dann. Genau, dann reiten. Die Partnerbonus? Nee.
Glaube nicht, nee. Dann nehmen wir noch ein Baryonyx mit. Ja, und du nimmst ein Basilo, oder? In den Basilo. Welchen Baryonyx nehme ich denn? Wir sind auf Speed gelandet. Naja. Hatten der andere für Speed. Okay, der ist noch ein bisschen weniger. Gut. Ja, Basilo-Plan ist leider... Ja, schade. Ja, wirklich. Achso, ich sollte mal meine Tauchausrüstung mal wieder anlegen, wa? Arm verteilen. Ich wollte eigentlich... verhalten. Die Folgen aktivieren. Auf neutral, der ist auf neutral. Gut. Können wir noch mitnehmen? Ja, nimm mal nicht so viel mit, weil wir wollen. Eigentlich wollte ich da nur ganz schnell rein und raus wieder. Okay. Also ich wollte da nicht lange kämpfen. Notfall nur kämpfen. Okay. So, du bist ready? Jo. Ich auch. Aber ich sollte mir vielleicht erstmal die Taucherausrüstung an. Ja, wäre sinnvoll, ja. Ja. Ist das hier ein Tor, was ich hier aufmachen kann? Genau. Ah ja, okay. Das geht natürlich in der falschen Richtung auf. So. Ich bin draußen. Gut. So, gibt es hier schon irgendwas, was mich hier ärgern will? Nee, hier noch nicht. Wirklich. Du bist auch draußen? Ja. Dann mache ich das Tor zu. Ja. Wo ist der größere Hai? Da ist der größere Hai. Da sitze ich mal drauf. Der Baryonyx, der geht so ab. Ja. So, dann holen wir mal das Funkgerät raus. Okay. Ich glaube, so, wir müssen erstmal raus aus diesem Sumpfgebiet, wa? Ja. Erstmal hier geradeaus, glaube ich, ne? Genau. Oh, hier gibt's auch ein paar Siliziumperlen. Hm. Ich glaube, wir müssen dann noch weiter rechts. Genau, wie immer hier komplett raus aus diesem Sumpf gedönst. Ja. Da vorne jetzt sind denk auch Haie. An deine Ausdauer, ne? Ja, der Hai hat haben Zeit. Verdammt gute. Naja. Ich muss sagen, aber der Basilo hat extrem gute Ausdauer regeneriert auch, ja? Der ja. Gestorben ist. Also es ging zügig. Ja. Wir sind links schon zwei Haie. Das Problem war nur gewesen bei dem Basilo, dass er zu wenig Leben hatte, sonst. Hätte ich es auch bis nach dir wahrscheinlich auch geschafft. Ja. So, da vorne ist das Charlie. Fanta. Ja, bleib mal hier in meiner Ecke. Ah, da vorne ist auch ein Basilo, siehst du. Da kommt Nai hinter dir. Level 15. Ja, okay. Ja, der ist schnell. Da kommt noch einer gleich. Ja, da sind zwei noch gewesen. Ja, Haie sind ja, sag ich mal. Warum macht der Baryonyx nichts? Doch, jetzt, macht er was. So. Bleiben wir aufgefuttert. Haben sie gleich was zum Fressen, die Kleinen. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie links, ne? Jetzt müssen wir gleich irgendwie links uns halten. Da ist noch ein. Ja. Basilo, genau, jetzt sind wir hinter der Ding. So, wir müssen auf jeden Fall nach 47 erstmal. Ziemlich weit an den Rand. Ziemlich weit an den Rand, genau. So, Charlie ist noch da. Ach, kommt da. So, ich kann ja auch mal. Karte aufmachen. Oh, mit der Tauchermaske sieht man ja auch so viel von der Karte. Okay, die Karte wird uns glaube ich ja nicht weiterbringen. Aber wir sind Ausdauer hier auf einem regenerieren. Ja, aber wir sind ja auf einem guten Weg. Also jetzt. Das macht ja recht schnell, ne? Also das geht ratzfatz geht die Ausdauer nach oben. Auf jeden Fall. Und langsam ist er ja auch nicht. Nö. Sagen. Eigentlich mein Baryonyx noch hinter mir? Nö. Oder ist er bei dir? Nein. Wo ist denn der Baryonyx? Bei mir ist er nicht. Oh. Da kommt er. Er ist ein bisschen langsamer.
Ah, okay. Okay, nicht, dass der nachher drauf geht. Ja. Weil er zu langsam ist und nicht wegkommt von den Gegner. Da ist er. Da ist er. So, auf jeden Ja, Fall in gut. die Richtung müssten wir. Kann er mal eine Oberfläche schwimmen? Ja, das Ja, sieht gut. achte auf deine Nahrung, ne? Ja, mach ich. Unter dir ist ein Hai. Ja, einer wird uns gleich verfolgen oder kommen gleich mehrere, ja? Ja, komm mal zurück. Ein 1, 2, 4 Stück sind das. Ja, die werden auch gleich kämpfen wollen, denke Ja, ich mal. da kommt nämlich einer schon auf mich zu. Ja, Na gut, das ist ein denn. kleiner. Dann kämpfen wir mal eine Runde. Machen wir mal hier ein bisschen platt, würde ich sagen. Ja. So. Da hinter mir ist noch einer. Taille unter Wasser kämpfen ist gar nicht so einfach, muss ich Ja, sagen. das ist mit diesem Wendekreis, ne? Ja. Ah, der Baryonyx betäubt die schön, das ist echt Ja. toll. Vor allem, du kannst ja auch nicht rückwärts irgendwie. Nee, darum ja. Du kannst ja nicht mal sagen, jetzt ist der Gegner da so komisch und dann gehst du Ja. da mal hin. So, das war es, glaube ich, Das erstmal, war's, ne? ja? Das Das sieht sieht doch ja gut hier aus. ordentlich aus. So, nicht die Orientierung verlieren. Wir müssen Richtung genau da. So, ich hoffe, wir finden das Ding auch. Das ist unheimlich tief und da sind, wie gesagt, da sind Zitterale und Okay. wie heißen die? Quallen? Wallen. Quallen. Gut, bist du noch hinter mir, ja? Ja, ich muss nur auf meinen Ja. Baryonyx warten. Alles, easy Roger. Oh, der ist schon, wo ist er? Da kommt er. Ich gar nicht, Wird dass man der den Hai drin noch ein dann ist. bisschen hochheilen mit Fischfleisch in der Zeit, wo ich Ja. warte? Da hast du auch einen vor dir, ne? Ach ja, Oder sehe wie ich war's? gerade. So, weg ist er. Gut. Naja, dann schwimmen wir mal eine Runde weiter, wa? Jo. Die Mantas lassen uns, glaube ich, auch in Ruhe, ja? Moment, ja. Gut. Wo bist denn du? Du bist nach links, ne? Na, hier geradeaus. Ne, links von dir, ja. Links, ja. Gut. So. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon bei 44. Also wir müssen noch ein bisschen weiter in die Richtung Da hier. kommen wieder drei Haie oder zwei. Wo denn? Ah, unter mir. Alles klar. Ja. Wait for me. Oh, ich nehme es mit beiden auf. Ah, einer schon tot. Oh, der war ja nix. Haut da einmal mit dem Schwanz zu und hin. Ja. Wollte gerade sagen, da kommt noch einer, aber nee, das ist Nee, ein. das ist ein Das ist Delfin. ein Ichti. Wir müssen weiter in die Richtung. Ja, ist noch hinter mir, ja. Oh, du hast ganz viele Ja, Ichtis ich hinter muss. dir. Ja, mit dem Baryonyx muss ich ein bisschen warten. Warten? Warten. So, 47 haben wir jetzt erreicht. 47,4. Jetzt müssen wir nur noch die 2 erreichen. Was ist denn die 2? In welche Richtung ist denn das? Gar nicht. Ja, nicht. Gar nicht. Warte mal, jetzt geht das. Ah, dieses Navi, ja. Die Delfine kommen immer noch hinter uns her. Ja. Siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich noch. Du bist gerade nach unten, ne, Ja, irgendwie. genau. Ja, schwimmen wir nicht so schnell. Wie gesagt, der Baryonyx, der kommt nicht hinterher. Ja. Also hier unten ist Noch? noch alles gut. Ich sehe auch keine große Gefahr. Da unten ist ein Dunkleo, ja. Und da unten sehe ich ein Schiffswrack. Ah, genau, da müssen wir hin. Bist du hinter mir? Da bist du, genau. Ja. Und da unten sind auch sehr viele Siliziumperlen.
mein Baryon ist am Tempen? Nee. Komm, Baryon. So, irgendwo. Hast du auch so komische Geräusche? Hinter dir sind zwei Kraken. Oh! Was machen wir denn? Abhauen? Naja, kämpfen. Kämpfen! Kämpfen, Attacke! Na denn? Keine Ahnung, was ich wurde gegriffen, ich wurde gegriffen von einem. Zidal? Zidal auch noch? Ach du Scheiße. Oder wo kommt der jetzt her? Ach, da kommt er. Keine sie. Ahnung. Ich sehe sie, ja. Und da ist ein Dunkleos. Auch ja. Noch. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los, ey? Hat der eine Kraken gut schon oder was? Einen habe ich getötet, einen Zidal. Ja. Ein Angler ist auch noch hier, aber eine Krake ist gleich tot. Ich bin irgendwie Tinte, nimmt mir die Sicht, okay. Tinte nimmt ihr die Sicht, okay. Ja. Einer ist tot. Der Dunkle ist auch tot. Aber Charlie, jetzt müssen wir gegenhalten. Alter, ja, ich bin noch am gucken, weil ja, ich sehe ja nichts. Ich sehe ja auch nichts. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Unter uns, okay. Ja. Ich sehe in der Nebelwolke gar nichts. Wann ist denn die mal wieder weg? Ich sehe ja nichts mehr. Weiß der auch nicht mehr, wo ich. Der haut ab. Ja, es kämpft noch ein Dunkleo. Komm zu dir. Ja, der Baryonyx kämpft da auch. Okay. Ich weiß aber auch nicht, wo du bist. Wo bist denn du? Krake ist weg. Da, rechts von dir, rechts von dir. Ich sehe dich, ich sehe dich. Da kommt noch eine Krake. Moment, ich bin gleich bei dir. Ausdauer tanken. Dunkleo, habe ich auch noch nie gezählt, würde ich auch gerne mal machen. Ja, und das ist auch so eine passive Geschichte, ne? Nee, muss betäuben. Ja? Ja. Boah, der ist aber auch hartnäckig, ja? Ja, der hat ja diese Panzerung, ne? Oder wollen wir den in Ruhe lassen weiterhin? Okay, lassen wir den in Ruhe. Da links von uns ist noch eine Krake. Aber der kommt zurück, glaube ich, ne? Ja, oder? Die sind ja. Zwei Kraken, ja, er kommt zurück. Er macht guten Schaden, ey. Ja, Kraken kommen auch nochmal. Ja. Wie sieht's mit dem Leben aus? Ah, der ist gleich tot, der Kollege. Der blutet schon ordentlich. Da kommt jetzt auf jeden Fall jetzt eine Krake wieder. Ja. Komm, ich gehe auf die Krake. Ja, ich auch. Die Haie ja auch gut dabei, ne? Ja, also mein Hai ist noch, hat noch ein gutes Leben. Wo ist der Baryonyx eigentlich? Der ist. Geht er gerade auch nicht, aber tot ist er nicht. Ja. Ich sehe den gerade echt nicht. Oh, hier sind zwei Dunkleo. Ja, sehe ich schon. Auch irgendwie verbuggt hier. Ja, oh, es ist schon wieder schwarz. Jetzt haut er ab. Ja, da musst du rausschwimmen. Rausschwimmen ist gut. Ja, sehe gerade hier nix, ey. Jetzt wieder raus aus dem Wirrwarr hier. Okay, der haut ab. Auf den Dunkleos. Ja, zwei Dunkleos oder ja, was? Ja, sind zwei anscheinend. Ah, okay. Ach, da oben ist auch der Baryonyx. Ah ja. Ja, der hat die gerade beide betäubt, ja. Hm. Da kommt noch ein dritter. Dritter? Ach, nee, das ist ja der Halbtote. Der Halbtote ist das. Leck mich fett, ey, was ist denn hier los? Einer ist tot? Nee, der Baryonyx ist tot. Baryonyx ist tot, schade. Ja. Aber ein Dunkleos ist auch gleich tot. Ja. Jetzt Kraken ist weg. Da hinten sind Quallen. Das ist überhaupt ein Level, ey. Unser anderer Hai sieht auch nicht gut aus, ne? Okay. Da kommt gleich noch eine Krake. Ja, unser. Der Dunkleo ist tot. Ja, das ist gut. Auf die Krake hier. Also. Ja. Auf die Eier. Ali. Beruhigen Sie sich. Dunkel. Unser Hai ist tot. Ich bin auch gleich tot. Nein, hau ab. Hau ab. Wenn hau ich ab, schaffe, ja. Ab. Oh, hast du auch ab? Ja, ich bin verbuggt. Ich sehe euch da unten auf jeden Fall noch. Der hat noch 1000 Leben, der Hai. Ja, ich habe noch halbes Leben mit dem ja und der blutet, der Kraken. Wir müssen ja nur einmal quasi aufräumen, ja? Ja. So, ich habe mir jetzt auch noch mal einen gemischt. Okay, der hat uns wieder schwarz gemacht. Der wird dann wieder irgendwo fliehen. Ja. Über dir ist er. Den er gerade nicht.
Ach da, ich sehe irgendwo einen Schatten, ja. Wollen wir hinter denen jetzt ich hinterher? Gar nichts, ich sehe gar nichts. Ja, der blutet schon, der ist ja schon. Mann, der ist aber schnell. Ich muss. Oh ja, ich sehe es. Hier ist noch ein Donkleos. Schon wieder in der Wolke drin, ne? Ja, ja. Und ich sterbe gleich, weil ich nichts mehr zu essen habe. Ich muss an die Oberfläche. Du hast nichts mehr zu essen, oder was? Ja, 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 ja. Hast du nichts mitgenommen? Doch, aber ich kann doch nicht unter Wasser essen. Klar, wenn du auf dem Tier sitzt, ja. Echt? Ja, wenn du auf dem Tier sitzt, kannst du essen. Okay. So, jetzt komme ich wieder runter. Okay, ich bin jetzt bei diesem Schiffswrack wieder gerade. Okay, ich muss aber erstmal Ausdauer tanken. Ja, ich werde auch mal den Hai auch mal ein bisschen hoch heilen. Was ist denn hier noch für ein Fisch? Ach, ein Steinbeißer hier. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich bin jetzt bei den Schiffswrack ungefähr. Heile gerade den Hai ein bisschen wo hoch. Wo war das? Wo war das? Ach, da unten, ich sehe dich, ja. So, ist hier gerade irgendwas in der Nähe? Nee, dann kann ich jetzt auch mal ganz in Ruhe den Hai hochfüttern. Ja. Dass der auch wieder ein bisschen Leben kriegt. So, ich habe jetzt gleich wieder halbes, ne, oder fast halbes Leben. Na gut, dass noch hier noch Fischfleisch da ist. Ja, auf jeden Fall. 7000 Leben von 12 habe ich noch. Okay. Ich habe kein Level oder sowas gemacht, ne? Nee, ich auch noch nicht. Nee. Na, wir haben auch nicht viel kaputt gemacht. Wir haben eigentlich immer sehr gut weggeschlagen, quasi. Da irgendwas in der Nähe? Da hinter dir ist, glaube ich, der. Ein Angler, ja. Der Angler. Na gut, ja, der. Der überlegt sich ja, glaube ich, zweimal. So verliere ich Leben. Hast du irgendwas an der Backe? Nö. Okay, es kommen ganz viele Angler. Alter! Oh, 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 oh. Ja, der Hai hat aber wieder gutes Leben. Also er ist wieder gut dabei. Okay, die Angler hauen ab, die fliehen. Okay. So, wir wollten uns ja eigentlich nicht so lange aufhalten. Ah, da vorne sind Zitter alle ein Haufen, ja. Ja. Da ist auch ein Kraken wieder. Aber da müssen wir hin. Ich verliere die ganze Zeit Leben und ich weiß nicht wovon. Hä? Wo ist. Hast du die Cordis gefunden? Nein, wir müssten laut Cordis. Einmal hier die ganzen Scheiße. Alter, sind das viele. Und Zitter alle. Ja, komm, lass uns abhauen. Ich hänge gerade drin, ne? Alter. Ich kämpfe gerade quasi gegen Zitter alle. Und da kommt eine Krake. Zwei Kraken. Okay, ich muss weg. Scheiße. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Ja, ich versuche hier gerade. Ich bin gleich tot. Ja, der Krake hält mich fest, ey. Ja. Jetzt kommst du frei, kommst du frei, kommst du frei, kommst du Nein, frei. Nein, der ist tot. Ah. Ich kann jetzt gerade schwimmen, ja. Okay, dann bin ich auch gleich tot. Ich schwimme hier gerade in seinen Schiffswrack. Ach, du lebst noch, oder was? Ich selber lebe noch, ja. Ich schwimme raus und versuche abzuhauen. Okay, 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 okay. Pass auf, ich versuche jetzt. Ja. Weil meiner hat auch nicht mehr viel Leben. Welches Artefakt wüsste, welches Frack sein soll? Ich schwimme irgendwie gerade. Oh, die kommt hinter mir, ja. Ich muss abhauen. Falsche Richtung schwimme ich hier irgendwie. Alter, wie viele Fische hier unten sind, das ist ja unglaublich. Ja. Also hier musst du mit einer ganzen Armada mit Haien und wahrscheinlich. Ich bin auch irgendwie zu doof hier die Koordinaten zu lesen. So, ich bin jetzt gleich auf der 2,3 Linie. Da muss ich ja hin. Okay, ja. Jetzt hier außer Gefahr oder sind immer noch hinter mir? Scheinen außer Gefahr zu sein, ja. Ich bin auch gerade außer Gefahr. So, wo bin ich denn überhaupt hier? Gar nicht mal so unweit von unserer Base. Okay. So, jetzt versuche ich ja, bring ich in Sicherheit. Ich glaube, ich werde sowieso hier drauf gehen. Ich halte mich gerade. Der Hälfte vom Leben hat er verloren. Alter, sind Alter, jetzt habe ich schon wieder. Ernsthaft, jetzt ist hier eine Krake. Zwei Haie. Ernsthaft, jetzt ist genau hinter mir eine Krake gespawnt. Genau hinter mir.
Ey, ich habe mich gerade umgedreht, da war gar nichts. Und dann auf einmal spawnt genau hinter mir. Ja. Welches Bett darf ich denn? Ja, guck mal. Charlies Bett? Wo ist denn das? Ja, ja. Unten oben. Ist doch, irgendwo ist das. Okay. Jedenfalls hier in der Nähe. Ach, scheiße. Okay, dann müssen wir uns. Okay, wir müssen uns darauf auf jeden Fall vorbereiten. Ja. Ach, Mann. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich relativ schnell rein, raus. Ja, nee. So schnell ist das dann auch nicht. Okay, das heißt, ich brauche nicht nur mein Bruthaus. Da oben, ich werde auf jeden Fall auch Haie in einen riesen Schwarm bilden. Dann werde ich einen Hai-Schwarm machen und dann gehe ich da nochmal runter und dann gibt's da Rambazamba. Ja. Ja, Haie sind ja relativ schnell zu zähmen, ne? Haie sind schnell zu zähmen. Ich sage mal, die haben auch gute Werte. Die können ordentlich was austeilen. Ja. Und dann gucke ich mal, ob ich auch vielleicht den Dunkleo auch nochmal rankriege, weil die Viecher sind ja auch böse. Ja, die Dunkleo sind gut gegen die Zitterader, ne? Genau. Also das werde ich auch nochmal ranholen. Jetzt bin ich natürlich nackig, jetzt habe ich gar keine Ausrüstung mehr. Ach, Mann. Ja gut, das war ja... das war abzusehen, ja. Ja, ja. Das war abzusehen. Ach nee, und Quallen sind ja auch da unten. Und Mass. Ja, Quallen, ja. Zitterale, das ist ja... ein Träumchen. So. Gut. Aber der Baryonyx hat gute Arbeit geleistet. Ja, hat er gut gemacht, ja. Ja. Warum schwimme ich jetzt? Gut, alles klar, meine Freunde. Es war leider nicht ganz so erfolgreich. Aber pass auf, wenn ihr das Video bis zum Schluss gesehen habt, ja, haut da nicht diesmal Hashtag Charlie hinter, sondern Hashtag Haie. Gut, alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.